Wie sind jetzt die Flugrouten von Südamerika nach Afrika? Hier solche Non-Stop-Flüge, wie sie stattfinden sollen. Es soll einen Non-Stop-Flug von Rio de Janeiro nach Johannesburg geben, der 7.164 Kilometer lang ist. Einen von Sao Paulo nach Kapstadt von nur 6.362 Kilometer. Und einen Non-Stop-Flug von Buenos Aires nach Kapstadt von 6.901 Kilometer. Alle Flüge sollen in schönen südlichen Kurven über den Südatlantik gehen. Wollen wir als erstes prüfen, ob es diese Flüge wirklich gibt. Als erstes Rio nach Johannesburg. Bei der Internetsuche wird uns dann auch wieder die Murmel präsentiert mit einem Flug, mit Flugzeit und Preis. Die Flugkurve wird hier jedoch genau umgekehrt dargestellt, in einem Bogen, der gen Norden geht. Ich habe dann wieder die Flugsuche angeklickt und nach Non-Stop-Flügen gesucht. Es sind für diesen Flug überhaupt keine Non-Stop-Flüge auswählbar. Diese Suche habe ich bei den anderen beiden Flügen wiederholt. Auch hier das gleiche Ergebnis. Keine Non-Stop-Flüge buchbar, obwohl uns diese Flüge hier angezeigt werden. Alles nur Fake. Ergebnis. Non-Stop-Flüge sind überhaupt nicht auswählbar und damit auch nicht buchbar. Es gibt höchstens ein Stop-Flüge, wie zum Beispiel diesen mit British Airways. Der Flug geht dann nach London und von dort nach Johannesburg. So ist es mit allen Flügen. Von allen geprüften Städten fliegen die Flugzeuge mit einem Stopp nach Afrika. Schauen wir uns einige Ein-Stopp-Flugrouten zuerst auf der Murmel an. Die Kurvenlinien hier sind auch wieder nur der Versuch, die Menschen im Kugelerde-Weltbild gefangen zu halten, weil auf einer Kugel Flugzeuge ja Kurven fliegen müssen. Der Flug von Rio nach Johannesburg geht zum Beispiel an einem bestimmten Tag nach London, um dann nach Johannesburg weiterzufliegen. Es wäre ein Flug mit British Airways. Es werden dabei wahnsinnige 18.273 Kilometer zurückgelegt. Die Passagiere sind dabei über 31 Stunden unterwegs. An anderen Tagen können es auch Flüge mit anderen Fluggesellschaften sein, mit anderen Städten in Europa als Zwischenstopp. Der Weiterflug nach Johannesburg ist dann in etwa identisch mit diesem Flug. Sehr interessant ist der Flug Sao Paulo-Kapstadt über Addis Ababa. Es ist der einzige Flug, der von Südamerika direkt nach Afrika fliegt. Es ist ein Flug mit Ethiopian Airlines und ist dann nur 15.141 Kilometer kurz. Die Passagiere sind aber auch 31 Stunden unterwegs. Von Sao Paulo gibt es an anderen Tagen jedoch auch Flüge mit europäischen Fluggesellschaften, die dann auch in Europa einen Zwischenstopp einlegen und dann weiter nach Kapstadt fliegen, vergleichbar mit dem British Airways Flug. Obwohl der Flug Sao Paulo-Kapstadt direkt über den Südatlantik kürzer im Non-Stop-Flug wäre, wie uns Google gezeigt hat, macht der Flug einen Zwischenstopp in Äthiopien. Aber diesen Flug gibt es ja auch überhaupt nicht. Und damit sehen Sie den ganzen Schwindel, mit dem wir belogen und betrogen werden. Als letztes der Lufthansa-Flug Buenos Aires-Kapstadt über Frankfurt. Er ist satte 20.836 Kilometer lang und die Passagiere sind dabei 35 Stunden unterwegs. Auch hier können es an anderen Tagen andere Fluggesellschaften sein, die einen vergleichbaren Flug mit anderem Zwischenstopp anbieten. Wie diese Flüge auf der wahren flachen Erde verlaufen, schauen wir uns jetzt an. Hier sehen Sie die Abflugstädte in Südamerika und die Zielstädte in Afrika. Es gibt keine Non-Stop-Flüge zwischen diesen Städten und auch kein Non-Stop-Flug von einem anderen Flughafen in Südamerika nach Kapstadt oder Johannesburg. Es gibt auch keinen Non-Stop-Flug von Südamerika zu einer Stadt in Afrika unterhalb des Äquators.
Hier dann der 18.273 Kilometer lange Flug Rio-Johannesburg mit Zwischenstopp in London. Er führt von Rio in den Norden und dann von London wieder in den Süden. Das ist der 15.141 Kilometer Flug Sao Paulo-Kapstadt mit Stopp in Addis Abeba. Und das der 20.836 Kilometer lange Lufthansa-Flug Buenos Aires nach Kapstadt über Frankfurt. Alle drei Flugrouten sind fast identisch mit den auf der Lügenkugel angezeigten Flügen und damit fliegen die Flugzeuge große Umwege. So fliegen täglich Passagiere von allen großen Städten Südamerikas mit mindestens einem Zwischenstopp in Europa bzw. Nordafrika nach Südafrika und sind dabei immer über 30 Stunden unterwegs. Wo dieser Zwischenstopp eingelegt wird, ist abhängig, mit welcher Fluggesellschaft geflogen wird. Es gibt im internationalen Flugverkehr für Menschen, die von Südamerika nach Afrika unterhalb des Äquators fliegen möchten, keine andere Möglichkeit. Was bei den Flügen von Südamerika nach Australien noch Sinn machte, weil die Zwischenstopps in Richtung Australien auf dem Weg lagen und die Flugzeuge damit keine Umwege flogen, macht hier absolut keinen Sinn. Warum werden keine Flüge zum Beispiel von einem zentralen Flughafen in Südamerika direkt nach Südafrika angeboten? Das würde doch die Reisestrecke und auch die Flugzeit enorm verkürzen. Das möchte ich als nächstes untersuchen und versuchen, solch eine Drehscheibe für Flüge nach Südafrika zu finden. Dazu werde ich wieder die schon bekannte Weltkriegskarte aus den 1940er Jahren verwenden. Hier die Vergrößerung der Karte. Es ist die Region, wo sich Südamerika und Afrika am nächsten sind. Als erstes werde ich einige der hier eingezeichneten Flugrouten überprüfen und feststellen, ob die Entfernungen mit denen der heutigen Zeit übereinstimmen. Ausgangspunkt dieser Militärflüge war Natal im Norden Brasiliens, heute eine Großstadt mit 890.000 Einwohnern und einem internationalen Flughafen. Es gab einen Militärflug von Natal nach Freetown in Sierra Leone, der 1850 Meilen lang ist. Das sind 2960 Kilometer. Das stimmt mit der heute angegebenen Entfernung überein. Es ist die kürzeste Verbindung zwischen Südamerika und Afrika. Dieser Flug von Natal nach Ascension Island ist 1500 Meilen, 2400 Kilometer lang. Von dort nach St. Helena beträgt die Entfernung 900 Meilen, also 1440 Kilometer. Und von hier bis Kapstadt sind es dann 1950 Meilen oder 3120 Kilometer. Die Flüge waren die kürzeste und direkteste Verbindung zwischen den Orten. Die Gesamtstrecke war also 6960 Kilometer lang. Ein heutiger Non-Stop-Flug von Natal nach Kapstadt wäre dann mit 6.363 Kilometer auch deutlich kürzer. Ein weiterer Non-Stop-Flug wäre von Recife nach Kapstadt, der dann auch nur 6.168 Kilometer lang wäre. Recife ist eine 1,6 Millionen Einwohner zählende Metropole mit internationalem Flughafen. Diese Stadt könnte die ideale Drehscheibe für Non-Stop-Flüge nach Südafrika sein. Warum es nicht Rio oder Sao Paulo oder schon überhaupt nicht Buenos Aires sein können, werde ich später erklären. Wollen wir diesen Flug von Recife nach Kapstadt jetzt mit den uns bereits bekannten, weiter oben aufgezeigten, offiziellen Flügen verbinden und sehen, was dabei herauskommt. Nehmen wir als erstes den British Airways Flug Rio über London nach Johannesburg, der 18.273 Kilometer lang sein soll. Hier der alternative Flug von Rio über Recife, wie ihn die Suchmaschinen auf der Kugelerde anzeigen, eine Gesamtfluglänge von nur 9.292 Kilometer. Hier der Zweistoppflug auf der Weltkriegskarte, die ja eine flache Erdekarte ist. Und hier der Flug auf der flachen Erde. Es ist zwar ein Zweistoppflug, jedoch nur 9.292 Kilometer kurz und damit nur halb so lang wie die heute stattfindenden Flüge.
oder der Flug von Sao Paulo nach Kapstadt über Äthiopien mit einer Länge von 15.141 Kilometer. Hier dann der alternative Flug über Recife mit einer Länge von nur 8.264 Kilometer. Hier die Flugroute auf der Weltkriegskarte und der Flug auf der flachen Erde. Er hätte auch nur einen Stopp und wäre mit nur 8.264 Kilometer um stolze 6.877 Kilometer kürzer als der offiziell angebotene Flug über Äthiopien. Als letztes der offizielle Flug von Buenos Aires nach Kapstadt über Frankfurt, 20.836 Kilometer lang. Und hier auch wieder die Alternative über Recife, Flugdistanz nur 9.984 Kilometer. Hier die Flugroute wieder auf der Weltkriegskarte. Dieser Einstoppflug auf der flachen Erde ist dann 9.984 Kilometer lang und sage und schreibe 10.852 Kilometer kürzer als der offizielle Lufthansa-Flug. Sie sehen, es wären Alternativen vorhanden, wenn es von den internationalen Fluggesellschaften gewollt wäre. Es könnte damit die Hälfte der Flugdistanz und damit die Hälfte der Zeit eingespart werden und damit auch die Kosten erheblich gesenkt werden. Da diese Alternativflüge jedoch in der Realität nicht stattfinden, ist dieses alles auch wohl nicht gewollt. So müssen die Menschen idiotische Umwege in Kauf nehmen, werden um ihr Geld und ihre Lebenszeit betrogen und den Fluggesellschaften ist das völlig egal. Sie machen trotzdem ihren Reibach. Jetzt kommen wir zur letzten Betrachtung der Flugrouten, und zwar denen zwischen Afrika und Australien und da im Besonderen die Flüge von Südafrika Johannesburg und Kapstadt nach Perth in Australien. Habe wieder in den Suchmaschinen nach Non-Stop-Flügen gesucht. Diesmal Flüge von Städten der Ostküste bzw. Südspitze Afrikas nach Perth in Australien. Als erstes nach einem Non-Stop-Flug von Johannesburg nach Perth gesucht. Da wurde mir auch wieder solch ein schöner Kurvenflug mit Flugzeit angezeigt. Dann wieder auf die Ergebnisse der Flugsuche. Es ist kein Non-Stop-Flug Johannesburg-Perth wählbar und damit nicht buchbar und er wird damit auch nicht angeboten. Nicht nur nicht für diesen Tag, sondern meine Suche hatte ich bis auf den 31. Januar 2021 ausgedehnt. So bin ich verfahren mit den Städten Kapstadt-Perth, Nairobi-Perth, Addis Ababa-Perth und Kairo-Perth. Keine Non-Stop-Flüge möglich. Von ganz Afrika gibt es keinen Non-Stop-Flug nach Perth, Australien. Hier wieder der Flugroutenplaner. Alle gesuchten und nicht buchbaren Flüge werden jedoch als Non-Stop-Flüge angezeigt. Wieder die wunderschönen Kurven der Erdkugellüge. Alles wieder Fake-Flüge, die in der Realität nicht stattfinden. Es sind nur Flüge mit minimal einem Stopp möglich, wie dieser mit Zwischenstopp in Singapur. So ist es mit allen geprüften Städten. Mit einem oder mehreren Zwischenstopps gelangen die Menschen aus Afrika nach Perth in Australien. Die Zwischenstoppflughäfen liegen dann in den meisten Fällen entweder in Asien, wie hier Singapur, oder im Nahen Osten, wie Dubai oder Doha. Je nach Heimatflughafen der geflogenen Fluggesellschaft. Wollen wir uns diese Zwischenstoppflüge wieder an drei Beispielen anschauen, wie sie auf der Kugel stattfinden sollen? Hier dann der Einstoppflug Johannesburg über Singapur nach Perth. Ein 12.556 Kilometer langer Flug, der erst in den Norden nach Singapur führt, um dann in den Süden nach Perth zu fliegen. Oder hier der 16.646 Kilometer lange Flug von Kapstadt, der in den Norden nach Dubai fliegt, um von dort südlich nach Perth zu fliegen. Und der Flug Addis Ababa über Dubai nach Perth, 11.541 Kilometer lang. So fliegen von allen afrikanischen Flughäfen an verschiedenen Tagen Flüge nach Perth in Australien.
Es gibt von keinem afrikanischen Flughafen einen Non-Stop-Flug nach Perth oder einem anderen australischen Flughafen. Als erstes werde ich wieder einige Flugrouten in dieser Region auf der flachen Erde-Weltkriegskarte mit den heutigen Flügen vergleichen. Hier dann die Vergrößerung der Region auf dieser Karte. Einen Direktflug Kapstadt oder Johannesburg nach Perth gab es zu dieser Zeit natürlich auch nicht. Dieser Etappenflug führte dann von Kapstadt nach Madagaskar, weiter nach Ceylon und über Singapur nach Perth. Immer die direkte und kürzeste Verbindung zwischen den Orten. Er war 15.120 Kilometer lang und damit knapp 600 Kilometer länger als die Entfernungen von 14.538 Kilometer, die heute für diesen Etappenflug angezeigt werden. Wenn es einen Non-Stop-Flug gegeben hätte, wäre er sicherlich so verlaufen. Die logische Schlussfolgerung, auch hier die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Städten. In den Suchmaschinen wird der Etappenflug auf der Kugelerde so angezeigt. Der Flug soll dann bis Colombo in den Norden führen und dann in den Süden nach Australien gehen. Der kürzere, nicht vorhandene Flug Kapstadt-Perth soll dann aber wieder in einer Kurvenlinie, die von Kapstadt erst in den Süden weit unter Madagaskar entlang führt, um dann in einem Bogen gen Norden nach Perth zu gelangen. Sehen Sie das Ausmaß des ganzen Schwindels? Da müsste ja die kürzeste Verbindung auf dieser Karte so verlaufen, wie es die grüne Kurve anzeigt, und wäre damit niemals die kürzeste Verbindung, da das ja die rote Flugroute ist. Außerdem kann solch ein Flug überhaupt nicht stattfinden, weil die Entfernung viel zu lang wäre. Dieses werde ich später genauer behandeln. Schauen wir uns die Flugrouten von Afrika nach Australien jetzt wieder auf der wahren flachen Erdekarte an. Hier die Region, in denen die Flüge stattfinden. Die rote Linie ist wieder der Äquator. Das dann der Flug Johannesburg-Perth, ein 12.556 Kilometer langer Flug mit Zwischenstopp in Singapur. Der Flug von Kapstadt geht mit Zwischenstopp in Dubai nach Perth und ist 16.646 Kilometer lang. Und der Flug von Addis Abeba auch über Dubai nach Perth 11.541 Kilometer lang. So fliegen fast tagtäglich Passagierflugzeuge von allen afrikanischen Flughäfen mit einem Zwischenstopp, zum Beispiel über Dubai, Doha oder Singapur nach Perth, über die flache Erde. Welcher Flughafen als Zwischenstopp angeflogen wird, ist abhängig davon, mit welcher Fluggesellschaft geflogen wird und wo diese Fluggesellschaft ihren sogenannten Heimatflughafen hat. Einen Direktflug vom afrikanischen Kontinent nach Perth gibt es nicht.